Hallo zusammen. Ich bin heute Morgen so gegen 4 Uhr nachmittags aufgestanden und habe mir gedacht, hey, du kannst mal wieder was zum Vogel machen. Aber weil der Vogel mir auf den Sack geht und die Videos immer recht lang sind, habe ich es zusammengeschnitten. Also gebe ich euch eine Clipshow. Alle bereit? Von mir aus kann's losgehen. Also wir sind da, wir existieren und auf einmal wacht er auf und sitzt in einem Zug. Von nichts kommt nichts. Es ist einfach so entstanden aus dem Nichts. Oder es gibt einen Schöpfer. Eine einzige menschliche Zelle, ein Archäologe im Wald, der über einen Schrottplatz weht, wird da kein Elefant einfach aus Staubkörnchen entstanden sein. Und was ist der Sinn des Lebens, einfach aus dem Zufall entstanden ist? Wer hat mich hier reingesetzt? Stell dir vor, du gehst durch die Wüste und findest dort auf einmal sein Handy. Wo komme ich her? Aber eine Mutter, die gebärt sich nicht selber. Meinst du, dann kommt da ein Elefant rausgelaufen? Dieses Handy ist einfach so entstanden aus dem Nichts. Und es hat sich selber erzeugt, dass hinter diesem Tonsteller ein Hersteller steckt. Die Schöpfung weist auf einen Schöpfer hin. Also ist Pierrys Argumentationskette: erstens, Zeug ist kompliziert, Mann. Zweitens, es gibt voll komplizierte Fragen nach Sinn und so, Mann. Und darum Schlussfolgerung, es gibt Gott. Ja, die Argumentation ist bestenfalls fadenscheinig. Und jetzt, wo ihr alle ungefähr wisst, worum es geht, möchte ich auf drei Punkte im Besonderen eingehen. Der erste Punkt wäre das hier. Dieses Objekt auf einen intelligenten Hersteller hinweist. Es ist einfach so entstanden aus dem Nichts. Jede einzelne menschliche Zelle. Oder wenn man ein Handy finden würde in der Wüste. Einem Wirbelwind, der über einen Schrottplatz weht. Aus dem Nichts entstanden. Wird da kein Elefant einfach aus Staubkörnchen entstanden sein? Okay, für alle, die nicht mitbekommen haben, was das Problem ist. Pierre Vogel behauptet, dass komplexe Dinge, die einfach so aus dem Nichts entstehen, die Gegendarstellung zu Allah hat's gezaubert ist. Also dass Evolution, Urknall und so weiter eigentlich nur sagen, das hat Puff gemacht und alles war da. Was Evolution und Big Bang und so weiter eigentlich besagen ist, dass das Zeug unheimlich simpel angefangen hat. Nach dem Urknall gab's eigentlich nur Wasserstoff. Durch Gravitation hat sich dieser Wasserstoff angesammelt in Sternen. Diese Sterne haben sich aufgrund der vielen Masse auf wenig Raum erhitzt und es kam zu Kernfusion. Also das heißt, Wasserstoff wurde in dem Sinne aufgewertet zu anderen Elementen, was Pierre Vogel auch weiß, weil er es in mehreren Vorträgen gesagt hat. Diese ganzen lustigen Elemente haben sich dann wieder durch Gravitation zusammengefügt, wurden immer weiter verdichtet und nach ein paar Milliarden Jahren sind daraus Planeten entstanden. Jetzt machen wir mal einen kleinen Sprung zu Abiogenese. Abiogenese sagt eigentlich nur aus, dass unter den richtigen Bedingungen, also den richtigen Stoffen im Wasser, den richtigen Temperaturen, richtigen Sauerstoffgehalt. Perhaps I should just skip to my point. Jedenfalls zusammengefasst, Pierre Vogel labert hier gequirlte Scheiße, weil er komplette Theorien falsch darstellt. Nur um seinen eigenen Bullshit besser klingen zu lassen. Das nennt sich Strohmann und ist so ziemlich das lächerlichste und dämlichste, was man machen kann. Und dieser Schöpfer hat keinen Anfang und kein Ende. Die Schöpfung weist auf einen Schöpfer hin, der unabhängig ist, der ewig ist, der keinen Anfang hat, der kein Ende hat. Nein, Pierre, das tun die Fakten nicht. Selbst wenn die Fakten darauf hinweisen würden, dass das Universum einen Schöpfer haben muss und dass Evolution und Big Bang und alles andere schwachsinnig ist, selbst dann müsstest du der Logik nach diese kompletten Kriterien, die du hast, es muss irgendwo hergekommen sein, es kann nicht aus sich selber entstehen, jade, 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 auf deinen Gott anwenden. Und du weißt genau, dass das vollkommener Schwachsinn ist, weil es deinen Zielen entgegenarbeitet. Du hast vorher festgestellt, okay, ich möchte, dass es einen Schöpfer gibt. Und darauf basierend baust du deine Argumente auf. Du gehst nicht nach der Realität, du gehst nicht nach den wissenschaftlichen Fakten, du gehst danach, was fände ich persönlich schön. Und dann argumentierst du so und baust notfalls irgendwelche dämliche Scheiße ein, um deinen tollen Schöpfungsgott von diesen ganzen kausalen Ketten zu entbinden, dass es irgendwann passt, dass du einen Schöpfer hast. Es muss für niemanden Sinn machen, weil du genau weißt, ich habe vorne Islam draufstehen, ich bin bekannt genug, ich habe eine selbst gehäkelte Badekappe, Leute finden mich cool. Aber nur um zu zeigen, dass ich nicht einfach nur rumstänkern kann, sondern auch noch argumentieren kann. Hier ein kleines Schmankerl für euch.
Alle Argumente von Vogel bauen auf einer kausalen Kette auf, also auf einem Ursache-Wirkungszeug. Das Problem ist, wenn es um die Schöpfung des Universums geht, befinden wir uns außerhalb des Universums. Das heißt also, dass die Regeln, die innerhalb des Universums gelten, also Kausalität, Vergehen von Zeit, Gravitation etc. etc., außerhalb des Universums nicht notwendigerweise gelten. Beispielsweise gäbe es außerhalb des Universums bzw. vor dem Universum keine Kausalität, weil es keine Zeit gibt. Das heißt, man kann nicht von Ursache und Wirkung reden, weil keine Zeit vergeht, in der etwas reagieren könnte auf irgendetwas anderes. Das nur so als kleinen Anreiz, um zu zeigen, dass ich nicht einfach nur irgendein Arschloch bin, das rummeckert, sondern dass ich mir, im Gegensatz zu einigen Leuten, die sich ihre Schamhaare ans Kinn tackern, wirklich Gedanken über das mache, was ich hier für Scheiß laber. Und sehen, dass jeder Mensch in seinem Herzen sich diese Fragen stellt: Wo komme ich her? Wo gehe ich hin? Und was ist der Sinn des Lebens? Dann wäre es sinnlos von ihm gewesen, uns mit diesem Bewusstsein zu erschaffen, wenn es keine Antwort darauf gibt. Also die Logik hierhinter ist, Menschen stellen sich Fragen, darum Islam. Mal ganz objektiv gesehen, Menschen stellen sich Fragen, darum Religion XY kann ich auf alles anwenden. Auf Buddhismus, auf Christentum, sogar auf Ideologien und Philosophien. Solange es irgendwelche Antworten in irgendwelchen Bereichen hat, die den Menschen interessieren. Von daher macht das wirklich nur Sinn, wenn man wirklich felsenfest davon überzeugt, dass es einen Schöpfer gibt und dass dieser Schöpfer Allah sein muss. Allerdings gibt es da noch ein paar kleinere Probleme. Was ist zum Beispiel, wenn es einen Schöpfer gibt, aber Allah nicht dieser Schöpfer ist, sondern nur behauptet, der Schöpfer zu sein? Was ist, wenn der Koran überhaupt nicht von Allah kommt, sondern von jemandem, der sich für Allah ausgibt? Was ist, wenn es Allah einen Scheißdreck interessiert, ob wir uns irgendwas fragen oder ob wir uns was nicht fragen? Warum sollten wir davon ausgehen, dass dieses allmächtige Wesen, das uns in die Hölle schickt, wenn wir nicht an es glauben, es aber nicht für nötig hält, uns mal Hallo zu sagen? Wieso sollten wir davon ausgehen, dass dieses Wesen wirklich ein Interesse daran hat, dass es uns gut geht und dass unsere Fragen beantwortet werden?